Jetzt dekorieren wir eine Torte zu Ostern. Und das Schöne ist, Günhard hat so ein großes Spektrum. Selbst zu Ostern war es für mich schwer, das passende Dekor zu finden, weil einfach die Auswahl viel zu groß ist. Ich mische die ganz gern und fange ganz an mit einem Schild. Da spart man sich nämlich das Schreiben. Setze es hier oben hin. Mit der Kugel kriege ich so eine leichte Höhe. Ganz toll sind die Schleifen, die brauche ich nicht mehr selber machen, sondern ich lege die hier ganz vorsichtig ran. Wichtig ist beim Glanzkanasch, das wie es sitzt, so muss es dann auch bleiben. Da kann ich nichts mehr bewegen. Und dass ich Höhe in die Torte kriege. Schräg mir das so an. Auch bei den Blättern immer darauf achten, dass die Spitze wirklich nach außen geht. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es soll natürlich aussehen. Ich verstecke immer die Anschlüsse, damit man nicht sieht, wo das Blatt gerade rauskommt. Dann haben wir hier sehr filigrane, die finde ich ganz toll, weil die haben so eine schöne Leichtigkeit, diese kleinen. Zarten Blümchen, die finde ich fantastisch. Und wichtig ist immer aus einem Stern oder aus einem Tropfen rausarbeiten, damit das Ganze nämlich schön natürlich ausschaut. Da verstecken wir noch ein kleines Häschen. Und den Rand am besten mit einbeziehen. Und da ist es ganz toll, wenn man da wie hier jetzt diese Marzipaneier hinklebt. Aber da bitte auf die Einteilung achten, damit es gleichmäßig über die ganze Torte verteilt ist. Dann nehme ich ein paar Streusel und mache quasi wie so schöne kleine Striche daraus. So einfach ist es, einen traumhaften Osterdekor herzustellen, und er ist fast zu schade, um ihn zu essen.